Holz. Ein Werkstoff, aus dem man Träume verwirklichen kann. Auch total verrückte. Was der 24-jährige Paul Robben aber mit Holz anstellt, kann man kaum noch als klassisches Schreinern bezeichnen. Und ganz nebenbei ist er damit auch noch auf dem Weg zum Internetstar. Paul lebt im Norden von Unterfranken, genauer gesagt in Laufach. Was er zum Arbeiten braucht, besorgt er sich vor der Haustür, in den Wäldern seiner Heimat. Doch der gelernte Zimmermann braucht nicht nur eine Kettensäge für sein außergewöhnliches Hobby. Die Kamera ist genauso wichtig. Paul schreinert vor Publikum aus aller Welt. Er baut aus Holz die Markenzeichen seiner Comic- und Filmhelden nach. Und die Videos, die zeigen, wie er das macht, stellt er ins Netz. Er baut Unikate wie dieses Schild aus einem bekannten Videospielklassiker oder die Maske von Iron Man. Der amerikanische Comicheld sieht in Original so aus. Mit diesem Video kann jeder lernen, wie man die Maske nachbaut. Ich bin ein Fan und Fans wollen immer was zu ihrer bezogenen Serie oder zu ihrem bezogenen Spiel haben. Und da geht es dann halt darum, warum kaufen, wenn ich es mir auch selber erarbeiten kann und das mir dann hinstellen kann, da habe ich was Schönes gemacht und das zeige ich auch allen. Im Internet ist Paul Nerdy Timber, grob übersetzt der verrückte Holzfäller. Bei mir ist es jetzt so, dass ich mein Nerdsein auch im Handwerk einfach auslebe. Und da kommt dann dieses Timber drin vor, weil Timber wird ja geschrien, wenn in Kanada ein Baum gefällt wird. Und das finde ich, das hat gut dazu gepasst. Paul betreibt seinen Videokanal erst seit gut einem Jahr, hat aber bereits über 3000 Abonnenten und schon 61 Videos veröffentlicht. Jetzt ist er für den Deutschen Web-Videopreis in der Kategorie Newcomer nominiert. Dieser Award würdigt innovative Online-Videos, ist der größte Preis für Internet-Videomacher und wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereits zum 5. Mal vergeben. Direkt nach dem ersten Jahr YouTube für den Web-Videopreis nominiert sein, ist natürlich schon ziemlich geil. Also es ist klasse. Es ist, ich kann es fast nicht beschreiben, es ist ganz toll, einfach dieses Feedback auch von großen YouTubern, von dieser Jury zu bekommen. Du bist cool, dich nominieren wir, finde ich klasse. Natürlich ganz toll. Paul lebt bei seinen Eltern. Jede freie Minute zieht er sich in seine Werkstatt im Keller zurück. All sein Geld steckt er in neues Werkzeug. Der gelernte Zimmermann liebt es einfach, mit Holz zu arbeiten. Inspirationen holt sich Paul im Internet. Seine Skizzen macht er allerdings nicht am Computer. Ein bisschen weniger schieben, Tom. Lad schnell auf die Blumen, Kleiner. Regelmäßig bekommt der Handwerker Unterstützung von seinem jüngeren Bruder Tom. Sitzt. Gut, passt. Paul ist der Tüftler und Tom dreht seine Videos. In Zusammenarbeit entstehen so in einem Monat gleich mehrere Filme. Das erste Video, das war, was er gemacht hat, das war vom Titel her ein bisschen fad. Und dann so nach 3, 4 weiteren Videos wurden die Titel lustiger, der Inhalt wurde etwas flüssiger und so weiter. Er hat sich da relativ schnell verbessert. Das hat richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken. Läuft. Gut. Ich möchte heute für meinen Bruder, weil der mir immer beim Filmen hilft, ein Katana bauen. Ein Katana ist ein japanisches Langschwert. Im Video wird man später jeden einzelnen Arbeitsschritt nachverfolgen können. Ein zeitaufwendiges Hobby. Na, wie läuft's denn so? Geht so. Pauls Vater Harald ist Schreinermeister. Das handwerkliche Talent liegt also in der Familie. Ich habe einmal vorhin angesetzt und da habe ich rausgerissen. Mhm. So ein bisschen. Vielleicht kannst du mal gucken, das ist ja dein Hobel. Mhm. Kennt sich ein bisschen besser mit aus. Ja, soll ich mir probieren. Und mal zeigen. Weil das Problem ist ja, dass es eben hohl ist und deswegen musst du den Hobel quer nehmen. Mit dem Wissen des erfahrenen Schreinermeisters und den jungen Ideen des Zimmermanns entsteht so im Garten ein Werkstück, das schon bald die ganze Welt nachbauen kann. Also ich finde die Videos super. Ich bin wirklich erstaunt. So kenne ich meinen Sohn sonst gar nicht.
wie viel der auch redet. Ja. Bei den ersten Videos war das so, wir haben uns gedacht, so viel haben wir den noch nie reden hören. Ich allerdings brauche jetzt erstmal eine Pause. Wenn du die ganze Zeit mit dieser Maske hier rumrennst, dann wirst du wahnsinnig. Außerdem ist schon wieder spät genug, dass ich mal endlich ins Bett gehen kann. Zurück zum Videodreh und fertigem Geschenk für den Bruder. Nach 5 Stunden Arbeit ist das Schwert aus Holz fertig. Danke, Brüderchen. Danke. Gerne, Tomti. Doch für Tom beginnt die eigentliche Arbeit jetzt. Der Hobbykeller wird zum Schnittplatz. Hier entsteht das Online-Video. Das kann schon mal 10 Stunden dauern, bis so ein Film fertig ist. Und dann geht es mit einem Klick in die unendlichen Weiten des Internets. Die ersten Reaktionen auf ein Video sind immer die wichtigsten. An denen merkt man dann direkt, oh, kommt's gut an? Oder habe ich da irgendeinen Mist hochgeladen? Doch die Mühe lohnt sich. Sofort kommen positive Kommentare. Ein großer Fan der Online-Videos ist Julius aus Aschaffenburg. Seit der ersten Stunde verfolgt er Pauls Arbeiten. Also generell schaue ich mir gar nicht so viele YouTube-Videos oder Kanäle an. Bei Paul geht es mir eigentlich darum, dass er wirklich praktische Arbeiten macht, weil man auch einfach Sachen mitbekommt, die man sonst im Beruf nicht lernt. Mit Online-Videos aus Unterfranken die YouTube-Welt inspirieren. Der 24-Jährige verbindet nicht nur Helden mit Handwerk. Ich möchte andere junge Menschen oder auch ältere Menschen dazu animieren, selbst ein Handwerk zu erlernen oder sich an solchen Werkstücken auszuprobieren. Wer hätte das gedacht? Der Nachbar von nebenan, ein angehender YouTube-Star.